So gut wie nichts, weil alles Fragezeichen ist. Alles klar. So, ich lese das jetzt nochmal vor. Weil das weggeglitscht ist. Also, die Kämpfe sind rundenbasiert. Um sich zu bewegen, anzugreifen oder Zauber zu sprechen, müsst ihr Aktionspunkte verwenden. Verschiedene Aktionen verbrauchen unterschiedlich viele Punkte. Eure Runde ist beendet, wenn ihr keine Aktionspunkte mehr habt oder aus dem Symbol da klickt. Okay. Also sie fängt hier scheinbar an. Dann würde ich mal sagen... Ich kann doch gleich mal hier die 1 machen, ne? Oder? Ja, komm, ballern wir den mal mit da weg. Nicht schlecht. Wir sind noch... Ja, nee, komm. Das heißt, uns wurde aufbewahrt. Genau, die saved man dann sozusagen. Was soll ich denn hier? Wunden heilen. Sturmblock. Na, man, er greift einmal so an. Ja, so viele Aktionspunkte habe ich leider nicht. Könnte ich theoretisch, wenn ich jetzt in sein Inventar gehe... Moment. Nicht genügend Aktionspunkte. Also das heilt wahrscheinlich und ich brauche 3 Aktionspunkte dafür, um das zu benutzen wahrscheinlich. Okay. Nee, dann... So. Verfehlt. Okay, dann machen wir mal ein bisschen Magic drauf. Hä? Oh, der ist nicht ganz tot. Weiß ich jetzt ein bisschen was über ihn? Nein, ich weiß so gut wie gar nichts. Dann mach den mal fertig. Drücke Alt, um alle Gegenstände hervorzuheben, die aufgehoben werden können. Stolen from this dungeon, I imagine. Can we get inside? Je höher eure Wahrnehmung, desto mehr Objekte seht ihr. Also wenn ich jetzt Alt drücke, dann... Plattenrüstung. Plattenrüstung. Seht ihr diese Plattenrüstung? Weiß ich nicht, hat die jetzt irgendwie eine Verbesserung? Achso, Rüstungswert 4, Rüstungswert 8. Für ihn. Und was, wenn ich sie das? Erfordert Stärke 8. Na gut, für ihr ist das nichts, ne? Dann nimmt sie das mal. Er nimmt das mal. Oh, Plattenrüstung auf. Ja. Senden an Xerxes? Nee. Gegenstand fallen lassen, Gegenstand ist das schön. Und jetzt ist das Ausrüsten. Ja, er hat nämlich jetzt eine bessere Rüstung. Ist doch schon mal was. So, jetzt wollen wir hier. Wo geht's denn hier lang? Betretet den optionalen Tutorial-Bereich über den Dungeon hinter euch. Oh, ich darf hier noch nicht lang. Ich muss in den Dungeon rein. Ach, hier. Okay. Ancient Stone Gate. Stufe. Ja, Stufe Fragezeichen. Ist ja auch nur eine Tür. Safe, 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 safe. So, dann wollen wir mal. Was haben wir denn hier so? This seems to be broken. This seems to be broken. This seems to be broken. Was ist es? This seems to be broken. Ah, interessant. Was, hast du noch gar nicht so gut erwähnt, ne? This seems to be broken. Hier, Kette. Was ist damit? Kannst sie ausmachen und wieder anmachen. Und Knochenhaufen. Was kann ich damit machen? Aha. Reingucken, wo nichts ist. Cool. Steht das empty übrigens? Ah, leer. Okay. Damit weiß man zumindest, was man schon gelootet hat. Warte, das kann ich auch noch looten. Das Ding hier. Ein Heiltrank, wenn das ein Heiltrank ist. Verbrochene Vase. Diese Truhe ist nicht besonders fest verschlossen. Versuche sie aufzubrechen. Ihr könnt sie mit Steuerung plus Linksklick angreifen.
Das heißt, ich könnte die Vasen auch... Geil. Voll praktisch. Kann die ganzen Sachen kaputt machen. Das ist cool. Oh. Oh, das wollte ich nicht. Ich kann auch meine Begleiterin einfach so schlagen. Das wusste ich nicht. Es tut mir sehr leid. Regeneriert sie sich denn? Ah, regenerieren geht wohl nicht. Das war ja doof. Ihr könnt Objekte bewegen. Ne, ihr könnt ein Objekt bewegen, indem ihr es zieht. Nichts klick halten. Okay, ich kann jetzt auch Objekte ziehen, indem ich da... Erstmal gucke ich da rein. Wahrscheinlich ist da hier nichts drin. Wenn ich so mache, zack, und dann ziehe ich das Objekt einmal so weg. Und dann glitscht das da auf der Treppe rum. Aha. Oder backt in die Treppe rein. Vernünftig. Aber wir können es auch kaputt machen. Es wird cooler kaputt machen. Da ist irgendwas drin. Ein Käse. Was war das denn? Buttermesser. Klingenwaffe und Stichwaffe. Aber das wird natürlich brutal. Brutal. Brutal? Wieso brutal? Und das wird natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Ja gut, Stichwaffe ist es für mich jetzt nicht so unbedingt was, ne? Kann man aber nehmen. Warum nicht? Kann man ja verkaufen, wenn wir irgendwo was verkaufen können. Vor euch liegt eine Mine. Ihr könnt Minen auslösen, indem ihr mit einer Fernwaffe angreift. Steuerung plus Linkstick. Oder indem ihr etwas Schweres auf sie fallen lasst. Wir lassen die Mine jetzt mal auslösen. Dann erstmal gucken wir rein. Was? Ich wollte doch... Ich wollte das doch nur öffnen und der schmeißt es einfach irgendwo hin. Lol. Ein Glücksfund. Ihr könnt ein Behälter-Symbol über eurem Bildschirm bewegen, indem ihr die linke Maustaste drückt. Keine Fernkampfwaffe ausgerüstet, Gold 10, ja. Ich hoffe mal, dass in diesem einen Barrel da nichts drin war. Guck mal, was ich kann. Bumm. Oh, das hat Aua gemacht. Ja, ich wollte gerade sagen, hört das denn auch nochmal auf zu brennen? Ich gehe da mal vorsichtig vorbei, denn ich will nicht verbrennen. Ja, dann mach's kaputt. Achso, nee, das ist alles. Alles uninteressant. Aber hier haben wir eine Questaktualisierung. Ah, da, nee. Wie ist denn das jetzt hier? Achso, das geht hier so von oben nach unten, oder was? Also Tag 1, 10.11 Uhr. Wir wurden von einer Gruppe von Grabräubern angegriffen, die sich mit irgendeinem Stein davon machen wollten. Sie setzten Nekromantie gegen uns ein. Noch ein Hinweis darauf, dass in Kyseal die Quelle im Spiel ist. Okay, das ist natürlich schon ein bisschen her gewesen. Wir sind hier erstmal in so einem Dungeon drin.
Das Schloss der Truhe scheint sehr kompliziert zu sein. Ihr solltet in der Nähe nach einem Schlüssel suchen. Kann ich das nicht einfach kaputt machen? Lol. Höchst kompliziert. Wenn da jetzt wirklich nur Gold drin gewesen ist, dann kann man ja wirklich die Truhen auch einfach kaputt schlagen. Ja, mit Gewalt kommt man richtig gut weiter. Hier, Knochenhaufen. Zutat oder Nahrung? Für den Hund vielleicht. Kleiner Heiltrank. Man muss immer schön aufpassen, dass ich nicht irgendwie meine Begleiterin hier... Ja. Genau. Als meine Begleiterin nicht nochmal schlage, das war ja ziemlich assi gewesen. So benimmt man sich aber nicht. So. Oh, was haben wir hier? Brieföffner. Stichwaffe. Ja, nee. Oh, meine Klingenwaffe hat Haltbarkeit verloren. Ja, dann mach mal das kaputt. I've always heard there's typically more to a king's tomb than meets the eye. It could be a myth, or it could be our lucky day. Lucky. This seems to be broken. Lol. Das ist doch ein Scherz. Meine Waffe ist kaputt. Wie kann ich die jetzt reparieren? Wie kann ich meine Waffe, die gerade kaputt gegangen ist, reparieren? Mit Gold vielleicht? Nein. Reparieren. Aha. Ich kann nicht reparieren. Meine Waffe ist kaputt. Das ist ja geil. This seems to be broken. This seems to be broken. This seems to be broken. Boah, wie viel Schaden ich mache. Okay, ich sollte vielleicht erstmal mit ihr rumlaufen. Einfach weil die mit 1 hier die ganzen Sachen auch kaputt ballern kann hier, wahrscheinlich. Aber doch nicht. Das ist natürlich nicht so schön. Was laufen da eigentlich für komische orange Punkte mal rum? Im Boden. Boah, ich bin so stark mit meiner nicht vorhandenen Waffe. Vielleicht sollte ich einfach mal so ein provisorisch Boah, weiß nicht, das ist ja echt ein bisschen übel, ne? Ja, wir gucken uns hier nochmal ein bisschen um. Nichts drin. Ja, wir werden das noch auf die Reihe bekommen. Wir werden wahrscheinlich erstmal am Anfang ein bisschen failen. This seems to be broken. Aber das wird sich schon irgendwie.